Wir begrüßen Mario Krüger, Landtagskandidat der Grünen. Herzlich willkommen, Herr Krüger. 5 Fragen an Herrn Krüger. Wenn Sie in den Landtag gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel? Dass wir weiter an der Stabilisierung der kommunalen Finanzen arbeiten. Hier steht im Kreis Recklinghausen, sind überschuldet. Wir haben mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen mehr als 5 Milliarden Euro an Geldern zur Verfügung gestellt. Alleine Waldrup erhält einen 2-stelligen Millionenbetrag im Laufe der Zeit. Wir sind da auf einem guten Weg. Duisburg hat zum ersten Mal im letzten Jahr seit 25 Jahren einen Haushaltsüberschuss geschrieben und wir wollen auch diesen Weg konsequent fortsetzen. Das heißt, diesen Prozess Eigenmarschritt begleiten. Was war aus Ihrer Sicht der größte Fehler der Landesregierung und was war Ihr größter Erfolg? Ja, der größte Fehler sicherlich, dass es nicht möglich war, mit der SPD einen Ausstiegsplan zu vereinbaren zum Thema Braunkohleverstromung. Wir haben in der Aachener Region mehr als 9000 Arbeitsplätze, die von der Braunkohleförderung und Verstromung abhängig sind. Es ist klar, dass das mittelfristig nicht haltbar sein wird. Insofern brauchen wir da Alternativszenarien im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung. Angesichts der Fehler, die im Ruhrgebiet gemacht worden sind, wäre es hilfreich, hier auch einen entsprechenden Plan zu erarbeiten. Welche Schwerpunkte setzen Sie zum Thema innere Sicherheit? Also wir haben da eine Menge getan. Wir hatten mit Übernahme der Regierungsgeschäfte 2010 eine Situation vorgefunden, wo wir gerade 1000 Polizisten als Neuerstellung gehabt haben. Mittlerweile haben wir das gesteigert auf 2200, sind damit auch am Ende unserer Ausbildungskapazitäten angelangt. Wir werden also die Ausbildungskapazitäten vergrößern müssen, um auch weiterhin mehr Polizisten einstellen zu können. Wir haben den Verfassungsschutz ausgeweitet und wir haben eine Reihe von Präventionsprogrammen auf den Markt gebracht, beispielsweise das Thema Islamismus, Ausstieg aus dieser Szene, Thema Rechtsradikalismus, Ausstieg aus der Szene, aber auch Programme wie gewaltgefährdende Jugendliche in dem Zusammenhang herausgeholt werden können. Wie wichtig ist Ihnen die B474N für Menschen und Wirtschaft und ist der New Park eine Chance, im großen Stil Arbeits- und Ausbildungsplätze für die Region zu schaffen? Ich halte den U-Park und die damit verbundene Erschließung über die B474N für eine Chimäre. Wir haben in dem Zusammenhang Gutachten einholen lassen, im Zusammenhang mit dem damaligen Antrag, Landeswirtschaften zu erteilen. PwC, die seit langen Jahren für das Land tätig sind, haben davon abgeraten und gesagt, das, was da als Entwicklungsszenario erarbeitet worden ist, ist überhaupt nicht belastbar. In gleicher Art und Weise hat auch der Landesrechnungshof argumentiert. Insofern ist unsere Antwort, konzentrieren wir uns auf die ehemaligen Bergbauflächen, die können reaktiviert werden. Da hat es 2012 noch einen Brief gegeben vom Landrat, unter anderem aus Kreis Recklinghausen, entsprechende Gelder bereitzustellen. Das wollen wir auch gerne tun. Das setzt aber voraus, dass man hier im Kreis die Prioritäten entsprechend setzt, statt dieser Chimäre hinterherzulaufen.